Hallo, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, es begrüßt euch Gustavo Moreno Morales. Seid willkommen zu einem neuen Beitrag von Göttingen, heute mit Gustavo unterwegs. Ja, unterwegs bin ich im Zentrum von Göttingen, wo das Max-Planck-Institut sein 65-jähriges Jubiläum feiert heute, hier im Zentrum von Göttingen. Das sind so drei, sechs Pavillons, sieben Pavillons. Ich kann nicht alle zeigen, aber ich habe mich eine so ausgesucht, die vielleicht von Interesse auch sein kann für euch. Und dafür habe ich hier, wer habe ich heute hier? Hi. Hallo, Peter Wozniak. Peter Wozniak. In welchem Bereich arbeitest du? Also ich bin Informatiker und leite seit 2020 das Max Lab in Freiburg, bei dem wir mit Hilfe von Virtual Reality versuchen, Straftätern in den Kopf zu schauen. So wie das hier steht, was geht im Kopf eines Straftäters vor? Genau, eigentlich geht es mehr darum zu schauen, wie gehen Straftäter bei zum Beispiel Einbrüchen vor, welche Faktoren spielen da eine Rolle, was könnte man unternehmen, um zum Beispiel Einbrüche zu verhindern. Und ja, es gibt viel zu tun. Was kannst du uns da verraten? Ja, ich bin selbst ja natürlich kein Einbrecher, deswegen kann ich jetzt nicht so viel verraten, aber es ist auf jeden Fall ziemlich spannend zu sehen, wie sich zum Beispiel reale Einbrecher verhalten, wenn sie eine virtuelle Nachbarschaft erkunden, und wie die Kontrollgruppe der Studenten zum Beispiel vorgeht. Das heißt, sie laufen ganz andere Wege in der Nachbarschaft ab und schauen auf andere Dinge. Genau, das sind dann die Dinge, die uns interessieren. Kann man das so können, wie vielleicht einen Blick so werfen da? Genau, man kann auch schon mal mit auf dem Computer mitschauen, was die Probanden in der VR-Brille sozusagen sehen. Was kannst du da erklären? Genau, das ist quasi eine Nachbarschaft, die in den USA angesiedelt ist, und der Versuch lief in Gefängnissen in Pittsburgh, soweit ich weiß. Da wurde er mit echten Einbrechern durchgeführt und dann wurde halt geschaut, inwiefern bestimmte Faktoren Einfluss darauf haben, ob zum Beispiel jemand sich entschließt, in dieser Nachbarschaft ein Haus auszurauben oder nicht. Grundlagenforschung, um zu sehen, wie gehen Einbrecher vor, welche Faktoren spielen eine Rolle. In erster Linie geht es erstmal darum zu sehen, wie gehen die quasi vor. Aha. Und was kannst du sagen so über die positiven Ergebnisse von solcher Forschung? Kann ich jetzt nicht dazu sagen, sorry. Keine Ahnung. Es gibt natürlich die Idee, dass dann in Zukunft irgendwelche Schlüsse daraus gezogen werden, um zum Beispiel Einbrechen zu verhindern. Wenn man weiß, welche Faktoren eine Rolle spielen, kann man ja versuchen, die quasi auszuschließen oder zu verbessern, um halt dem Verbrechen, die Verbrechensquote quasi zu verringern und Nachbarschaften sicherer zu machen. Aber momentan sind wir erst wirklich am Beginn sozusagen da. Am Beginn, ja. Gut, okay, vielen Dank. Sehr gerne, danke. Ja, okay, ja, ich werde eine Runde hier drehen und mal sehen, ob ich jemanden finde, der das weiter erklären kann. Hi, okay, hallo. Danke. Hallo. Was trägst du auf den Kopf? Kannst du uns ein bisschen das zeigen? Das ist ein Gehirn, also praktisch die Großhirnrinde, und man kann darauf sehen, die verschiedenen Gehirnareale, wo im Prinzip was, welches Gehirnareal für was zuständig ist. Ich setze ihn gerade mal ab, dann kann ich das hier zeigen. Zum Beispiel hier ist der sensorische Cortex, also Cortex heißt praktisch Gehirnrinde, und hier sieht man praktisch abgebildet das Bein. Das ist hier dieses Gebiet, was einen das Bein, also die, was wenn man das Bein spürt, also sensorisch heißt der praktisch, also da ist abgebildet, wie man das dann spürt. Und hier sieht man dann die Finger, die brauchen praktisch einen viel größeren Bereich als hier das ganze Bein. Und genau, hier gibt es noch verschiedene andere Sachen, Broca-Areal, das ist ganz wichtig fürs Sprechen. Hier, genau, ist das linke und das rechte Auge. Und genau, also hier mein Gehirn, das setze ich jetzt lieber wieder auf. Ja, und jetzt, wie geht das, ein Experiment jetzt? Genau, also hier ist ein Experiment mit einer Prisma-Brille. Die ist hier, die teilt die Welt so ein bisschen. Also das, was man sieht, ist dann alles so nach rechts oder links verschoben. Und wenn man die aufhat, dann wirft man hier diese kleinen Bohnensäckchen hier in den grünen Kreis.
und trifft eben den am Anfang nicht, weil alles nach rechts oder links verschoben ist. Und dann wirft man und stellt es praktisch fest, okay, das war zu weit links und fängt dann an, das eben zu korrigieren. Und dann trifft man eben nach ein paar Würfen dann eben trotzdem, obwohl ja, das, was man macht, was anderes ist als das, was man sieht. Und das zeigt, kann einem relativ schnell zeigen, wie schnell das Gehirn sich eben auch an neue Situationen anpassen kann. Das gut, jetzt aha, aus. Okay. So, du darfst das Säckchen nicht anschauen, nur den grünen Kreis vor dir. Genau, und dann wirfst du einfach da rein. Okay. Das war jetzt zu weit links. Ah, sehr gut. Super. Versuch mal, das Säckchen dir jetzt selber zu holen aus meiner Hand. Das hilft nämlich eigentlich, dass man dann das besser korrigiert bekommt. Verändert sich was von jedem Wurf, jedem Versuch? Ich habe schon sehr viele jetzt beobachtet, wie sie das machen. Manchmal geht es dann in die Mitte und dann doch wieder nach links. Also das kommt, glaube ich, auch so ein bisschen drauf an, auf jede einzelne Person. Manche machen es von Anfang an schon richtig, weil sie wahrscheinlich sich mehr darauf konzentrieren, dass sie gerade werfen, als sich auf das, was sie dann tatsächlich sehen, sondern sie konzentrieren sich dann mehr aufs Werfen und da ist es ja klar, der Kreis ist vor mir. Aber wenn andere Leute sehr danach gehen, was sie sehen, dann ist es oft auch nach 10 Würfen noch in die falsche Richtung, weil dann sie verzweifelt versuchen, sich praktisch auf das Gesehene zu konzentrieren und dann klappt es weniger gut. Also das kommt dann auch immer darauf an, im Prinzip, auf was man sich mehr konzentriert. Ja. Werfen oder aufs Gucken. Ja, sehr gerne. Danke. Hier ist ein Stand, es geht um den Amazonas-Regenwald. Da haben wir eine Forschungsstation im Amazonas-Regenwald, wo wir einen Messturm haben, der mit 325 Metern sogar der höchste Turm in Südamerika ist. Und wir untersuchen die Interaktion sozusagen dieses Biosphäre des Regenwaldes mit der Atmosphäre. Genau, also wir haben diesen Turm gebaut, also der ist auch deswegen so hoch, dass wir sehen können zum Beispiel, was der Regenwald an Gasen oder Partikeln so abgibt und wie das dann auch in der Atmosphäre weiter reagiert und prozessiert wird. Deswegen haben wir auch so einen hohen Turm, dass wir das auf verschiedenen Höhen messen können und dass wir auch, er steht auch in einem unberührten Teil des Regenwaldes, weil wir ihn auch noch in einem unberührten Ökosystem rausfinden wollen, wie sich das verhält, um eben auch zu sehen, zu zeigen, wie wichtig der Regenwald für das globale Klima ist und ja, da mehr herauszufinden und sagen zu können, wie sich da auch Veränderungen dramatisch auswirken. Ja, hast du die Bilder? Kannst du uns ja ein bisschen erklären? Ich muss selber mal kurz schauen. Also das ist ein sehr diverses Projekt, das arbeiten multidisziplinär Wissenschaftler aus verschiedensten Bereichen. Da zum Beispiel sehen wir eine Pilze, die zum Beispiel auch ihre Sporen, um sich fortzupflanzen, ausstoßen, was eben auch zu Aerosolen beitragen kann im Regenwald. Also das sind dann Biologen, die gehen dahin, schauen nach diesen Pilzen und erforschen das. Und ja, da sieht man jetzt zum Beispiel, wie halt so ein Pilz seine Sporen freisetzt. Und das ist eben auch sehr interessant, dass das auch dazu beitragen kann, Partikel zu bilden und dann potenziell vielleicht auch an diesen Partikeln können dann Wolken kondensieren. Und ja, wir finden da ständig wieder neue, interessante Sachen raus. Mein Name ist Iris Möbius und ich arbeite auch in dem ATO-Projekt. Auf welches Fachgebiet kommst du? Ich bin in der Wissenschaftskommunikation tätig. Also ich bin dafür verantwortlich, Leute über das Projekt zu informieren. Genau, und ATO steht für das Amazon Tall Tower Observatory. Und wir befinden uns also mitten im Amazonas-Regenwald in einer relativ unberührten Region des Amazonas, etwa 150 Kilometer von Manaus entfernt. Das ist die nächste größere Stadt, eine Millionenstadt in Brasilien. Und von dort aus braucht man ungefähr 6 Stunden, um den Amazonas, um unsere Stadt dort zu erreichen. Das sehen wir jetzt auch hier in den Bildern. Also zuerst fährt man ungefähr 3,5 Stunden mit dem Auto. Danach steigen wir in ein Boot um und fahren 2,5 Stunden mit dem Boot auf dem Uatuma-Fluss. Und dann nochmal eine halbe Stunde auf so einer Schotterpiste mit einem Pickup-Truck, um dann zu unserer Station zu gelangen. Und das ist also schon relativ aufwendig, um dahin zu kommen, aber wir wollten eben auch explizit einen Standort wählen, der
eben in einem relativ unberührten Teil des Amazonases liegt, damit wir untersuchen können, wie so ein intakter Regenwald tatsächlich funktioniert. Weil das ja sehr anders ist, wie wenn wir jetzt in den Bogen der Entwaldung gehen würden, der eben sehr stark von Abholzung betroffen ist. Und was man hier aber auch sehen kann, ist, dass die Anreise eben auch relativ schwierig ist, weil es regnet halt im Regenwald sehr viel. Und viele Sachen sind dann eben auch nicht asphaltiert, sodass man sich dann mit solchen Schlammpisten rumplagen muss. Und alles, was zu unserer Station kommen muss, geht eben nur über diesen Weg dorthin. Also alle Menschen, alle Instrumente, unsere komplette Verpflegung muss eben auf diesem Weg dahin gebracht werden. Genau, hier sieht man jetzt die Reise auf dem Uatuma-Fluss. Da ist man halt ja so 2,5 Stunden etwa unterwegs. Das ist der angenehmste Teil der Reise. Ja, was kannst du weiter zu der Forschung erzählen? Ich habe jetzt nicht so genau gehört, was mein Kollege vorhin schon erzählt hat, aber es geht im Grunde darum, zu verstehen, die komplexen Wechselwirkungen zwischen dem Regenwald und der Atmosphäre und dem Klima. Also auf der einen Seite schauen wir an, wie der Regenwald die Atmosphäre beeinflusst und das Klima, also sowohl regional als auch global die Einflüsse, die er nimmt, aber auf der anderen Seite eben auch das Umgekehrte, also wie beeinflusst das Klima und auch das sich wandelnde Klima eben dieses Ökosystem. Und das sind sehr, sehr viele, sehr komplexe Wechselwirkungen, die da ablaufen und deswegen haben wir da auch ein sehr interdisziplinäres Team, wo eben Atmosphärenphysiker, Chemiker, Biologen, also Wissenschaftler aus allen Fachbereichen zusammenkommen, um an diesem einen Standort ganz viele verschiedene Messungen vorzunehmen, damit wir uns eben diese Wechselwirkungen anschauen können und verstehen, wie das alles miteinander zusammenhängt. Gut, okay, vielen Dank. Dann laufe ich zu der nächsten Station. Ich heiße Claudia Brunner, ich bin Gruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. Und hier, was wir hier haben, ist unser Experiment, also die Demonstration eines Experiments zu Windkraftanlagen. Also hier interessiert uns der Einfluss der Turbulenz auf die Windkraftanlagen und wie sie es gegenseitig beeinflussen können. Genau, und unsere Experimente machen wir eigentlich in diesem großen Windkanal, der bei uns oben am Institut steht, am Fassberg. Und das ist ein Hochdruckwindkanal, da können wir, dadurch, dass wir ein sehr dichtes Gas benutzen, praktisch die Atmosphäre runterskalieren, sodass die Physik, die wir in der echten Atmosphäre mit echten Windkraftanlagen beobachten würden, die können wir auch ganz klein in unserem Windkanal nachstellen und dann untersuchen. Genau, und das hier demonstriert so ein bisschen, wie unsere Experimente dann aussehen. Wir wollen halt wissen, wenn man mehrere Turbinen in einem Windpark zusammenstellt, dann hat man oft das Problem, dass hintere Turbinen in dem Windschatten von den vorderen Turbinen stehen und dadurch weniger Strom produzieren und auch eine sehr turbulente Strömung abbekommen, die von den vorderen Turbinen erzeugt wird. Und wir wollen eben die Physik dahinter verstehen, was die Strömung macht hinter den Turbinen und wie sie sich möglichst schnell wieder auflösen kann, damit sie nicht die hinteren Turbinen so beeinflusst. Welche Abstand müssen Sie abhalten untereinander? Ja, also man weiß, also die Abstände sind oft weniger als 10 Durchmesser von den Turbinen, das ist halt nicht ideal, aber man möchte natürlich auch nicht zu viel Platz brauchen für die Turbinen. Das heißt, wenn sie relativ eng zusammenstehen, dann kann man überlegen, wie man zum Beispiel die steuern kann, dass man die Stromproduktion von dem Ganzen maximiert und nicht von jeder einzelnen Turbine. Das heißt, vielleicht ist es manchmal besser, dass man vorne eine Turbine ausmacht, damit die dahinter stehenden Turbinen mehr Wind bekommen, je nachdem, wie gerade der Wind steht oder die Wetterlage ist. Und das muss man, also wir wollen bessere Modelle entwickeln, damit man solche Entscheidungen treffen kann, wie maximiert man den gesamten Windpark und wie kommunizieren die Turbinen untereinander. Was kannst du uns sagen über die Höhe? Welche Höhe maximal dürfen sie
erreichen? Also desto höher, desto besser. Deswegen forschen auch, also entwickeln die Windkraft, Industrie, die Windkraftanlagen herstellt, entwickeln größere und größere Turbinen. Vor allem die offshore stehen auf dem Meer, sind viel größer als die wir hier haben. Und je höher man geht, desto windiger ist es. Deswegen ist, und je windiger es ist, das kriegt man viel, also man kriegt viel, viel mehr Energie, wenn man ein bisschen höhere Windgeschwindigkeit hat. Deswegen, ja, die Entwicklung in der Zukunft ist einfach immer größere Turbinen zu bauen, damit man mehr Strom pro Turbine produzieren kann. Und eine Turbine, wie viele Haushalte kann der versorgen? Es kommt natürlich darauf an, immer wie viel Wind gerade ist. Das heißt, man kann das nicht so einfach sagen, weil wenn kein Wind ist, dann null. Aber es gibt ein Mittelwert, oder? Also die neuesten Turbinen, die man offshore baut, die produzieren bis zu 15 Megawatt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Haushalte das ist. Aber das ist schon viel. Also so ein, ja, dadurch kann so ein Windpark auch mal ein Gigawatt oder so produzieren, also so viel wie ein Atomkraftwerk wäre so eine Windfarm ungefähr. Also offshore kann man, diese Parks, die können viel Strom produzieren, aber nur wenn es windig ist, da muss man immer gucken, dass man auch noch andere, also Solar oder andere Energieformen hat. Genau. Vielen Dank. Bitte schön. Hallo. Aus welchem Fachbereich kommen Sie? Neurowissenschaften. Ich bin beim Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt. Ja, können Sie uns dieses Experiment erklären, bitte? Also hier geht es eigentlich darum, normalerweise Kinder, Jugendliche, aber auch etwas ältere Erwachsene spielerisch an das Thema Programmierung heranzuführen. Ja. Wir haben zwei Apps auf diesem etwas älteren iPad drauf. Mit der ersten App versucht sie momentan, diesen Roboter fernzusteuern, ähnlich wie ein Spielzeugauto. Ja. Ja. Das heißt, sie hat eine Steuerung, mit der sie den Roboter drehen kann in verschiedensten Richtungen, vorwärts oder rückwärts. So. Und der zweite Schritt, den sie jetzt als nächstes versuchen wird, ist ein kleines Programm zu erstellen, mit dem dieser Roboter selber fahren kann. Sie wird ihn dann nicht mehr steuern, sondern der Roboter wird sich selber steuern. Und dafür muss sie jetzt vorgeben, welche Strecken dieser Roboter fahren muss, in welchem Winkel er sich drehen muss, in welcher Richtung er sich drehen muss. Welche Geschwindigkeit er dabei haben muss. Ja. Also das zu programmieren. So. Das ist eigentlich das Ziel des Ganzen, genau. Ja. Und man versucht halt in erster Linie Kinder ein bisschen spielerisch an das Thema Programmieren heranzuführen. Und der Hintergrund ist eigentlich der, dass bei uns an den verschiedensten Instituten, die jetzt hier momentan vertreten sind, wir haben also vier verschiedene neurowissenschaftliche Institute hier vertreten, Programme auch verwendet werden, auch Programmierer arbeiten, ne? Und wir versuchen ein bisschen zu zeigen, wie deren Arbeit funktioniert. Ja. Ja. Okay, vielen Dank. So, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich hoffe, es war interessant für euch. Wie gesagt, das ist das 75. Jubiläum von der Max-Planck-Gesellschaft in Göttingen. Ja, wir sehen uns wieder, wenn ich wieder unterwegs bin. Hasta la próxima. Ciao.